geäußert hat. Ich öffne jetzt die Tür. Bereithalten für Zugriff. Wie gesagt, erstmal nochmal Bewaffnung holen. Schade, dass sich das aufgehängt hat, aber kann man ja nichts dran ändern. Ist halt, wie es ist. So, und die Waffe mag ich überhaupt nicht. Deswegen wechseln wir den Spaß mal eben. Lord Cooper, sind Sie wohl auf? Oh nein, okay, ich habe ihm nicht geantwortet, das will ich aber. Ja genau, tötet mich mal eben, ich muss nämlich meinem Titan antworten. Das machen wir jetzt nochmal. Kann man nichts dran ändern. Ich öffne jetzt die Tür. Bereithalten für Zugriff. So, machen wir den Spaß nochmal, genauso wie gerade. Ach, komm schon. Ich öffne jetzt die Tür. Bereithalten für Zugriff. Oh, gib mir sowas auf den Sack. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde es vom Schwierigkeitsgrad her echt angemessen. Ich finde es in Ordnung, wenn man auf normal spielt. Cooper, in der äußeren Wand ist eine Öffnung. Ich hab's doch verstanden. Schrecklich. Egal. So, dann drückt mir mal jetzt die Daumen, dass er das gute Spiel lädt. Dann stehen wir nämlich schon wieder an derselben Stelle. Wieder nicht geantwortet. Ach, fuck. Egal. Ich lasse das jetzt. Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Hör endlich auf mit deinen Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Nicht, wenn die Arbeit drunter leidet. Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4 Charlie. Sprengsätze 21 bis 29 zünden. Oh. An alle IMC-Mitarbeiter. Hier ist Ash. Brawler-Gehege wird neu bestimmt. Herzustellen, bin ich gezwungen, den gesamten Komplex zu zerstören. Einige von ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zu sofortigen Evakuierung.
weiß nicht, was Sie getan haben, Pilot, aber mehrere Explosionen haben den Manipulatorarm geschwächt. Ich bin frei. Okay, das heißt, wir sind gleich endlich wieder bei unserem Titan. Hier stürzt alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem HUD. Nein! Oh, ich hasse die Viecher. Nein, 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 nein! Ah! So eine Scheiße. Ehrlich, die gehen mir richtig auf den Sack. Die Explo-Pickel. Okay, Mary, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Nicht ärgern lassen. War ein bisschen zu spät. Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Boah, der kann fliegen. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken. Geil. Komm her, Miska. Auf jeden Fall. Glück, sonst nichts. Das ist den Bereich. Warnung, Rumpfschaden festgestellt. Okay, wieso? So geil. Flugsystem offline. Alter, was? Okay, das geht ganz schön ab. Das ist richtig cool. Bin mal gespannt, was der Rest noch so kann. Wachmodus aktiv. Abbruch Biopsie soll ebenfalls schützen. Einheiten zerstört. Thank you.
Die ist auch wieder voll, das ist schon mal super. Okay, da ist sie. Boah, die hat den geilsten überhaupt. Chris hat einen hohen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Tot oder lebendig. Seitdem haben sie einen gewissen Wert für mich. Hi, Danny Senpai. Legen wir los. Gar nicht gemacht. Flugsystem bereit. Das ist nicht. Flugsystem aktiviert. Da geht sie down. Geil. Alter. Oberflächenzugang autorisiert. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Ich hätte ganz gern jetzt den Ronin Waffensatz. Alto Belli, geil. Ist das geil? Macht das Spaß? Hat sie auch. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Ja, da hast du recht. Okay. Da liegt sie im Dreck. Coopers Logbuch. Unsere Reise durch die IMC-Testanlage sollte eine Abkürzung durch schwieriges Terrain sein, aber weit gefehlt. Keine Abkürzung mehr. Wir haben Major Andersons Treffpunkt erreicht, jetzt müssen wir ihn nur noch finden, damit er uns einige Antworten gibt. Was danach passiert, weiß momentan niemand. Pilot, Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Ach komm. Es ist zu ruhig. Es könnte ein Hinterhalt sein. Korrekt. Doch ist die auf. Alle Teams, die an der Analyse der Lade arbeiten, bitte in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Okay. Flashback. What the fuck? Okay. Aber er hat Hammond auf seiner Seite. Wenn er sagt, wir sollen springen. Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir... Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit. Auf dem Weg in einen Straf. Okay.